Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop AgriCare. Das soll der erste sein im Jahre 2023. Wir haben heute in diesem Jahr den 2. Januar und es ist 20 Uhr. Und das soll die gewohnte Zeit bleiben, bei der wir einen Workshop durchführen. Und das sollte die gewohnte Zeit sein, wo Sie wieder treu hier teilnehmen. Sie wissen ja, Sie können auch über die Aufzeichnung die Informationen aufnehmen, auch darin den Download durchführen, auch darin Fragen stellen. Aber jetzt sind wir live zusammen und ich freue mich, dass ich gleich zu Beginn Ihnen ein gesundes neues Jahr senden kann. Ich hoffe, ich bin zu hören. Also alles Gute in diesem Jahr, insbesondere Gesundheit. Das wünsche ich allen Ihnen und allen Ihren Nächsten, Ihren Familien und alles Gute. Wenn ich sage wir, dann sind das neben mir meine Frau Renate und Tochter Claudia. Ohne die geht das nämlich hier gar nicht. Und ich bin auch dankbar, dass Sie mir heute wieder im Hintergrund zur Verfügung stehen, Ihre Fragen zu notieren. Unsere Workshops haben ja die schöne Aufgabe, Ihnen Wissen zu vermitteln, Wissen, was Ihnen unmittelbar hilft, Ihre Lebensqualität mittels AgriCare zu verbessern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass uns das heute auch gelingen wird, Ihnen zu helfen, Ihnen Wissen zu vermitteln, Informationen zu vermitteln. Ich freue mich auch schon auf die Fragen, habe aber auch vorab schon wie immer Präsentationen vorbereitet. Diese Präsentationen können Sie ab jetzt, können Sie ab jetzt herunterladen. Sie wissen ja, das sind die PDFs der Folien, die ich Ihnen jetzt gleich zeige. Und viele nehmen das eben als Dokumentation für den Fall der Fälle, um mal nachzuschlagen, was da wohl ist. So, und jetzt starte ich die Präsentation und bin der festen Überzeugung, dass mir das gelingt. Nun ist es gestartet. Jetzt sollten Sie sehen, dass es die Folien sind für bessere Lebensqualität, die heute dargestellt werden am 2. Januar 2023. Wie immer, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und hier blende ich ein die Kommunikationswege zu uns. Wir haben also hier, Sie haben also die Möglichkeit, sich an uns zu wenden mit Fragen, mit Hinweisen, mit Kritiken über das Ticketsystem, über den Live-Chat oder über das Forum. Den Zugang dazu finden Sie über die eingeblendeten Zugänge, also das heißt den Link ulrich-mtc.de/support. Ich wiederhole ulrich-mtc.de/support, da hat sich also nichts geändert. Genauso wie sich nichts geändert hat am Telefonservice, der montags bis freitags von 9 bis 10 Uhr für Sie nutzbar ist, indem Sie einfach die eingeblendete Telefonnummer und bitte nur diese Telefonnummer anwählen. Und Sie können sofort danach wieder auflegen. Ich rufe Sie garantiert zurück. Auch bitte nur in dieser Zeit, montags bis freitags, zwischen 9 und 10 Uhr durchrufen. Und nur die eingeblendete Funktelefonnummer verwenden. Ja, und montags, das ist jetzt gerade heute, Montag, erfreulicherweise. Und zu diesem Workshop, wer es noch nicht gemacht hat, soll sich neu registrieren, bitte. Das hat für Sie nur Vorteile. Und Sie wissen ja, Sie bekommen über die Aufzeichnung auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch die Downloads durchzuführen. Neu dazugekommen ist, dass wir über unsere Homepage die Möglichkeit geben, Ihnen die Videos der Präsentation zu zeigen. Diese haben wir schon, ich denke, 5 vorausgehenden Workshops dort abgebildet. Sie erreichen diese Videos, ich denke, doch in einer ordentlichen Qualität über die Einwahl unserer Homepage. Und dort gehen Sie, wie das hier unten in der letzten Zeile geschrieben steht, über den Menüpunkt Support. Und innerhalb des Supports gibt es dann ein Pull-Down-Menü und dort wählen Sie AgriCare Workshops und dort sehen Sie nach Jahren unterschieden die Videos, die wir nach und nach
alle dort einbringen, so wie sie anfallen. Es wird heute auch das erste Video dort abgelegt, spätestens morgen früh für das Jahr 2023. Ja, und auch die Effektivität zu erhöhen ist möglich, einmal indem Sie noch einmal Ihr Basiswissen auffrischen. Das geht über den eingeblendeten YouTube-Kanal. Und wir wissen alle schon, oder diejenigen, die schon häufiger Anwender waren, sind und auch Teilnehmer beim Workshop, bei den Workshops, dass wir die Randbedingungen zu optimieren haben. Und das können Sie in dem unteren eingeblendeten YouTube-Kanal-Beitrag lernen. Ja, was immer sehr gut läuft, was nicht schief läuft, ist unser System, dass Sie uns Empfehlungen geben, Empfehlungen an potenzielle Anwender geben Sie und Sie informieren uns darüber in den drei Schritten, die hier abgebildet sind. Sie nennen uns den Käufer, dem Sie eine Empfehlung gegeben haben. Wenn Sie uns das noch nicht gemeldet haben, sagen Sie uns auch Ihre Kontoverbindung mit. Diese Information am besten auf die E-Mail-Adresse von uns, support@ulrich-mtc.de. Wir reservieren Ihnen 30 Tage lang diesen potenziellen Anwender. Und wenn er dann kauft, und zwar kauft in unserem Shop, dann überweisen wir Ihnen 14 Tage, nachdem er gekauft hat, 150 Euro als Dank für Ihr Engagement. Und das klappt so gut, viel, viel besser als heute meine technischen Einstellungen hier. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement. Und jetzt möchte ich auf Beispiele kommen. Und diese Beispiele sind alle aus den letzten Tagen. Und ich bringe sie nicht aus dem Grund, um hier zu prahlen, sondern ich möchte immer Verbindungen dazu eingehen und möchte, eigentlich wünsche ich mir damit, wenn ich Ihnen das vorstelle, dass Sie so ein bisschen hinter das System kommen und mehr oder weniger unabhängig werden, auch diese Erfolge, wie bei den Anwendern ich sie hier vorstelle, dass die auch bei Ihnen eintreten. Erster Fall, ein Anwender hat starke Schulterschmerzen. Er konnte uns mitteilen, dass das unerwünschte Nebenwirkungen sind durch Medikamente. Er hat eine Grunderkrankung, nimmt sehr, sehr viele Medikamente und dort ist das als Nebenwirkung angegeben, als mögliche Nebenwirkung. Und er hat also starke Schulterschmerzen, ganz, ganz schlimme Schmerzen aufgrund der eingenommenen Medikamente. Was haben wir Ihnen empfohlen? Zunächst einmal haben wir ihm empfohlen SYL15, ich wiederhole den Quellencodex, S wie Siegfried, YL15 und die Anwendung heißt Schmerzen durch Krebs. Und deshalb, weil wir eine ärztliche Diagnose vorliegen haben, wir haben auch den Entlassungsbrief lesen können von dem Anwender und weil es so viele Medikamente da drin standen, haben wir ihm das als Möglichkeit gegeben, als Anwendung. Zweitens die U9, Schmerzen akut. Das ergibt sich einfach auch aus der Beschreibung der Schmerzen. Drittens die Anwendung BOE3. Ich wiederhole, BOE3. Dieser Erreger, der da eliminiert wird, heißt Enterococcus faecium. Und woher wissen wir das? Das wissen wir aus dem Ergebnis der Laboruntersuchung, die in dem Entlassungsbrief mit drin stand. Und schließlich auch, weil das häufig, gerade wenn Sie im Schulterschmerzen sind, häufig zutrifft und wir häufig in der Vergangenheit da auch Erfolge hatten, haben wir noch empfohlen die Anwendung A22, ich wiederhole, A22 und die Anwendung heißt Arthritis, rheumatische. Und das Erfreuliche hierbei ist, und glauben Sie mir, ich habe heute die Nachricht bekommen und ich habe mich unglaublich darüber gefreut, habe das gleich unserem Team, allen in unserem Team Tätigen mitgegeben, die wunderbare Information. Heute hat uns der Anwender, der immer unter starken Schulterschmerzen und unglaublichen Schmerzen, dass er überhaupt nicht schlafen konnte, gelitten hat und auch tags waren die Schmerzen auch da, schreibt er schon nach 2 Tagen eine deutliche Reduktion der Schmerzen und er ist ganz gerührt von diesem Erfolg und ich hoffe, dass dieser Erfolg anhält und dass der Erfolg sich ausdehnt, auch auf die Grunderkrankung, die wir mit im Fokus haben. Zweiter Fall. Eine Anwenderin mit starken Schmerzen um die Hüfte. Sie merken schon, das wissen Sie auch, da Sie schon häufiger auch hier teilgenommen haben am Workshop. Schmerzen sind ein ganz, ganz großes Problem. Und ich will da mal hier einflechten. Wissen Sie, wenn Sie sich mal die Ausbildungsprogramme an deutschen Universitäten für das Fach Medizin anschauen, also Leute, die
Arzt werden wollen, Ärztin werden wollen, die haben im Standard zum Schmerz überhaupt keine Informationen außer zu Schmerzmitteln. Zu Schmerzen lernt ein Student der Medizin auch im Jahre 2023 nichts in Deutschland. Und das merkt jeder von Ihnen, ja, habe ich auch schon gemerkt, wenn man dann sich einem Arzt anvertraut, dass da die Decke ganz dünn ist, dass man eben dort Schmerzmittel bekommt und ansonsten weiß man gar nichts. So, und somit ist es auch kein Wunder, dass sich die Anwenderin an uns wand und mitgeteilt hat, sie hat starke Schmerzen um die Hüfte herum. Da habe ich zuerst angegeben die Anwendung 10938. Ich wiederhole 10938, Lumbago, und es ist Hexenschuss. Sie wissen, das ist eine unserer Schlachtschiffe, diese Anwendung. Und nach einem Tag hat mir die Anwenderin auch schon gesagt, es ist etwas besser geworden oder es ist besser geworden. Und sie hat sich so geäußert, gesagt, sehr hilfreich. Aber auf meine Frage hin, ob die Schmerzen denn weg sind, hat sie gesagt, nein, aber es wäre hilfreich gewesen. Ich habe mich natürlich über diesen Anfangserfolg gleich gefreut und habe aber trotzdem noch drei Anwendungen genannt, die sie zusätzlich durchführen sollte. Und das ist die Anwendung C572. Ich wiederhole den Quellencode nix. C572. Und die Anwendung heißt Faszien. Dann die Anwendung C947. Ich wiederhole C947. Das ist Luxation. Und die Anwendung C1529. Ich wiederhole C1529. Die Anwendung heißt durch Subluxation verursachte Störungen. Ja, warum habe ich das noch mit angegeben? Weil ich eben dachte, wenn das in der Hüfte ist, kann zwar die Ursache in den Nervenwegen, Nervenquellen, Nervenwurzeln in der Wirbelsäule sein, aber so wie sie es beschrieben hat, dass sich das so rumgefügt hat und bis zum Po gegangen ist, also wirklich starke Schmerzen sind, habe ich gedacht, können doch gleich, wenn das anspricht, heißt es, sie hat sehr, sehr gut die Randbedingungen erfüllt mit der Anwendung, die ich zuerst genannt habe, die in der oberen Zeile steht, mit 10938. Und wenn sie nun schon die Randbedingungen so gut umsetzen kann, dann wollen wir doch auch noch effektiver sein. Und deshalb habe ich die zusätzlichen Anwendungen mit genannt. Und siehe da, nach 3 Tagen konnte mir die Anwenderin schon melden, deutliche Reduktion der Schmerzen. Sie sind noch nicht ganz weg, aber hier bin ich sicher, wenn die Anwenderin das weiter durchführt in den nächsten Tagen, dann werden die Schmerzen auch komplett verschwinden. Also auch für mich ein schöner Erfolg und für Sie zur Erklärung, wie ich das eben hergeleitet habe, wie es eben zu der erst einen Anwendung, nämlich 10938, gekommen ist. Und ich habe erklärt, warum ich da noch 3 weitere Anwendungen mit empfohlen habe. Erfreulicherweise hat die Anwendung das umgesetzt und hat ihren Nutzen daraus gezogen. Wieder ein Anwender, der schon über 80 Jahre alt ist und einen brennenden Schmerz im Thorax spürt, übrigens nach einem Infekt, und Probleme beim Atmen hat. Mit dem Infekt scheint er zurechtgekommen zu sein, aber das hat sich eben Wochen, Tage danach, ich weiß es nicht genau wie lange, fortgesetzt, dieser brennende Schmerz in der Brust und die Probleme beim Atmen, dass er gar nicht richtig tief einatmen konnte. Und dort bin ich davon ausgegangen, dass es sich um Muskelkrämpfe bzw. die Erreger für Muskelkrämpfe handelt und habe A217 empfohlen. Ich wiederhole den Quellencode Index A217. Und mit dieser Anwendung Muskelkrämpfe waren nach 4 Tagen keine Schmerzen mehr zu spüren. Und man konnte wieder richtig durchatmen. Und das ist doch ein schöner Lohn für den Anwender, der schon betagt über 80 ist. Eine Anwenderin, auch aus diesem Altersbereich, hat einen brennenden Schmerz im Thorax. Und halt, das ist falsch. Nicht im Thorax. Sie hat, das habe ich hier falsch geschrieben, sie hat einen Schmerz am Fuß und hat einen Fersensporn. Einen Fersensporn hat sie. Das ist hier auch schief gegangen. Heute ist es nicht das Einzige, was schief geht. Ich verspreche Ihnen, die PDFs, die ich Ihnen sende, da ist der Fehler dann raus. Jedenfalls auch eine ältere Anwenderin, über 80 Jahre. Und da habe ich empfohlen, gleich U58. Ich wiederhole, U58. Das ist die Anwendung für Knochensporn. Und
Ich habe die Anwendung C1120, ich wiederhole, C1120 empfohlen. Diese Anwendung heißt Osteitis oder eben auch Knochenentzündung. Warum habe ich die beiden genannt? Ein Knochensporn selbst ist ja eine Entwicklung, die viele Menschen haben. Ich habe mal in einer Studie gelesen, Sie wissen ja, dass wir das in der Radiologie häufig beurteilen mussten, Knochensporn durch Röntgenaufnahmen. Und in einer Studie habe ich gelesen, dass jeder zweite Mensch, jeder zweite Erwachsene einen Fersensporn hat. Und der Fersensporn wird nicht entdeckt. Warum? Weil er keinen Schmerz macht. Hier ist es aber so gewesen bei der Anwenderin, dass sie wie auch viele andere einen starken Schmerz hat und nicht laufen konnte. Und auch nur mit Gehhilfen gehen konnte, mit Unterstützung und das auch unter Schmerzen. Was tut denn weh? Es ist ja nicht direkt der Knochensporn ist zwar die Ursache, aber die Entzündung, die sich durch Verklebung und Entzündung am Knochen dort irgendwann mal einstellen, da besteht der Knochen schon sehr lange, meistens der Knochensporn schon sehr lange. Und wenn die Entzündung da ist, dann sind es ganz große Schmerzen. Man kann übrigens sowas auch beidseitig haben. Das ist dann noch schlimmer und es betrifft auch viele Menschen, die es beidseitig haben. Und das Schöne ist, sie konnte mir schreiben, schon nach der zweiten Anwendung waren die Schmerzen um 80% reduziert und nach 9 Tagen hatte sie gar keine Beschwerden mehr. Ganz große Klasse, ganz große Freude auf unserer Seite und ich muss sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe dieses Beispiel hier deshalb gebracht, weil es eben viele Menschen betrifft und damit sie auch den Zusammenhang zwischen Knochensporn und Osteitis erkennen. Jeweils unterschiedliche Mikroorganismen dahinter, die wir eliminieren, hier in dem Falle ganz schnell eliminiert haben, was dafür spricht, dass die Anwenderin sehr, sehr gut die Randbedingungen optimieren konnte. Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Schmerz im Kreuzbein, wiederum bei einer älteren Anwenderin. Und dort war es so, dass sie selbst die Anwendung gefunden hat. Also es war ein Anwender im hohen Norden. Und dass er selbst die Anwendung gefunden hat, nämlich die Schumann-Resonanz, so heißt die Anwendung, unter den Quellenkodex C1412. Ich wiederhole den Quellenkodex C1412. Ja, was hat es mit dieser Schumann-Resonanz oder häufig auch bezeichnet als Schumann-Frequenz zu tun? Wir haben ausgehend von unserer Erde, auf der wir Menschen ja schon immer leben, ich nehme an, Millionen Jahre schon leben Menschen, viele Millionen Jahre leben Menschen auf diesem Erdball und sie leben in diesem Frequenzbild der sogenannten Erdfrequenz. Schumann hat festgestellt, dass man diese Frequenz, wenn die durch irgendwelche Umweltdinge, Bauten oder auch Veränderungen auf der Erde selbst, dass man diese Frequenz unterstützen kann, das heißt uns besser zuführen kann, weil wir sind auf diese Frequenz angewiesen. Und wenn wir irgendwelche Schäden haben, wie zum Beispiel hier Schmerzen am Kreuzbein, dann bringt das auch eine Harmonie. Schumann-Frequenz verbessert die Harmonie in unseren Zellen. Und wenn die Harmonie verbessert wird, dann können Sie wissen, werden auch die zuständigen Mikroorganismen eliminiert, die für die Disharmonie zuständig sind. Und sage und schreibe, hat mir der Herr gemeldet, schon nach einer Woche, er ist total im totalen Wohlbefinden, hat mir auch gesagt, er hätte mit dem Gerät Agricare einen Sechser im Lotto gemacht, denn das ist für seine Gesundheit das Beste, was er in seinem Leben jemals tun konnte. Und ich konnte erfreulicherweise über den Anwender schon sehr häufig Erfolge berichten. Und ich habe mich ganz toll gefreut, dass er das auch so schnell hinbekommen hat und bin ganz sicher, dass ich Ihnen die Informationen übergeben kann, dass die Ihnen hilfreich ist, dass Sie wissen, mit Schumann-Resonanz kann man viel machen. Denn Schumann-Resonanz bzw. die Schumann-Frequenz mit dem Quellkodex C1412 ist die Orientierung an Harmonie der Zellen und die Mikroorganismen, die die Harmonie stören, werden dabei eliminiert. Das heißt wiederum in der Schlussfolgerung, Schumann-Resonanz, also die Anwendung C1412, sollte sich immer lohnen. Zumindest sollte man es versuchen. Ein Anwender hat einen starken Infekt durch den Infekt Schwächung und Atemprobleme. Ja, Sie wissen, Sie, meine Damen und Herren, die hier auch in den letzten
Wochen, Monaten teilgenommen haben, dass wir mit den beiden Empfehlungen bei einem Infekt, mit den beiden Empfehlungen, die ich Ihnen jetzt gleich nenne, sehr oft Erfolg hatten bisher. Und das ist die Anwendung erstens A434. Ich wiederhole den Quellencode-Index A434. Und da geht es um das RS-Virus. Auch in den Medien hören Sie öfter mal was vom RS-Virus. Der ist zuständig für Schnupfen, trockenen Husten, Niesen und Halsschmerzen. Und weitere Symptome habe ich hier nicht eingesetzt. Jedenfalls stammen diese Frequenzen, die RS-Viren zerstören, von Hulda Clark. Und deshalb steht in der Anwendung auch dabei HC. Das steht für Hulda Clark. Und zweitens empfehle ich, und das wissen Sie auch, dann, gerade weil sich eben diese Viren so verteilen in der jetzigen Zeit, WEI22. Ich wiederhole den Quellencode-Index, WEI22. Und die Anwendung heißt Viren umfassend. Und da haben wir die H1N1, H5N1, Ebola-Viren, Rhinoviren, Rotaviren und Influenza A und Influenza B auch mit dabei. Und der Anwender über 80, wie gesagt, der einen starken Infekt hatte, sehr stark geschwächt war, die Treppe eigentlich nicht mehr hochlaufen konnte, alles Nachwirkungen des Infekts, Atemprobleme hatte, der sagt, nach wenigen Tagen, nun weiß ich nicht ganz genau, wie lange es ist, hat er mir nicht mitgeteilt, nach wenigen Tagen war er total wieder fit. Ich gratuliere dem Anwender von hier aus, habe das auch schon per E-Mail getan und möchte Ihnen sagen, doppelter Erfolg, einmal für ihn selbst, aber dann auch für uns, denn für den Fall der Fälle wissen wir, wir liegen richtig mit den Empfehlungen A434 und WEI22. Und jetzt kommt sozusagen die Krönung. Zumindest in der letzten Zeit habe ich sowas noch nicht gehört und freue mich umso mehr darüber. Eine Anwenderin hat viele Jahre schon eine Eierstockzyste, die sehr stört, die klar diagnostiziert wurde und hat mich gefragt, was sie machen sollte. Sie hat uns ein Ticket geschrieben und da sie das Wort Eierstockzyste sagte, habe ich gesagt, wir haben auch eine Anwendung, die genau so heißt. Da haben wir auch Erfolge und habe ihr gesagt, machen Sie bitte die C434, nämlich die gleichnamige Anwendung, die heißt Eierstockzyste. Und dann schreibt sie mir tatsächlich, nach einer einzigen Anwendung war die Zyste weg. Es hat also nachschauen lassen. Man kann die Zysten ja sehr gut im Ultraschall sehen. Nach einer Anwendung war die Zyste weg. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Natürlich muss ich die Bemerkung dazu geben, und ich habe die auch hier notiert in der Folie. Das ist kein ursächlicher Beweis für Agilcare. Also wir können nicht damit nachweisen und sagen, das ist die Ursache, dass einmal Agilcare gemacht wurde, C434, und dadurch die Eierstockzyste weg ist. Jedoch ist wissenschaftlich durch die ärztliche Untersuchung bewiesen, dass die Zyste nicht mehr da ist. Und das erfreut uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, das bringt Glück. Vielen lieben Dank für die Nachricht und alljenigen, die unter Eierstockzysten leiden, bitte, diese Anwendung kann es bringen, wenn es auch vielleicht mehr Anwendungen als eine dann ist. Aber auf jeden Fall hat diese Anwendung, die Anwenderin, die uns das hier gemeldet hat, ganz klar mir zu verstehen gegeben, dass sie ihre Randbedingungen optimiert hat. Die Randbedingungen vor, während und nach der Anwendung. Ja, und mit dieser, ich möchte mal sagen, sensationellen Nachricht, ich nehme das Wort nicht so gerne in den Mund, das wissen Sie, mit dieser sensationellen Nachricht möchte ich die Präsentation hier beenden.